Ganz klar, ganz schlicht, ohne Schnörkel, so sieht das Haus der Familie Brüggenthies in Freckenhorst aus. Eindeutig angelehnt an den Bauhausstil. Aber das Haus stammt nicht aus den 20er Jahren, sondern ist gerade mal 2 Jahre alt. Und heute Thema in unserer Serie über außergewöhnliche Wohnhäuser im Münsterland. Ein Haus wie ein Ausrufezeichen, schneeweiß hingewürfelt zwischen hundsgewöhnliche Reihenhäuser. Hier muss jemand wohnen, der es schlicht und geradlinig mag. So ein Flachdachbau im Warendorfer Stadtteil Freckenhorst ist das nicht gerade üblich. Wir sind mit den Entwürfen im Vorfeld, also durch die Nachbarschaft gezogen, sage ich jetzt mal etwas so, weil auch deren Zustimmung notwendig war, um ein Haus in der Form überhaupt entstehen zu lassen. Dafür müssen also alle Nachbarn zustimmen und sagen, das ist in Ordnung so von der Form. Und die waren eigentlich sehr gespannt. Und keiner, der gesagt hat, um Gottes Willen, aber die Form muss auch nicht jedem gefallen. Den Anspruch haben wir also auf keinen Fall. Aber ich glaube, hier in der Nachbarschaft ist das gut angekommen. Der Bau ist so komplett durchgestaltet in seiner klaren Linie, dass er weithin auffällt. Gerade hat ihn eine bayerische Architekturzeitschrift auf den Titel genommen. Bauherr Franz Josef Brüggenthies und Architekt Oliver Spiekermann haben auf Augenhöhe an dem Haus zusammengearbeitet. Denn auch Brüggenthies ist vom Fach. Er ist Möbeltischler und er wusste sehr genau, was er wollte. Meine Frau und ich sind beide Bauhausliebhaber, von daher war die Richtung eigentlich schon so ein bisschen eingegrenzt, sage ich mal, vom Thema her. Und von der Materialwahl haben wir versucht, möglichst auf zeitlose Eleganz zu setzen. Schlicht weniger ist halt oft mehr. Fast die gesamte Inneneinrichtung hat Brüggenthies selbst gebaut. Vieles in deutlicher Anlehnung an den sogenannten Bauhausstil. Glatte Flächen mit viel Weiß, Schwarz und Braun und nur wenige farbige Akzente. Da ich also beruflich mit der Möbeltischlerei sehr viel mit Holz und Gestaltung und Werkstoffvielfalten und Farben und Materialien zu tun habe, versucht man natürlich zu Hause das aufs Nötigste zu reduzieren und sich nicht wiederum mit dem gesamten Material, mit dem man sich den ganzen Tag befasst, nochmal zu umgeben. Das wird dann auch eher ermüdend. Also für mich ist das ganz klar, ein bisschen Abstand auch zu bekommen dadurch und einfach zu sagen, hier ist mein Rückzugsort, hier kann ich mich mit den Dingen umgeben, die ich für schlicht und elegant halte und das eigentlich für mich dann auch still genießen kann. Das eigene Haus, ein selbst geschaffenes Designerlebnis und jedes Detail im richtigen Licht. Ein Wohnzimmer bleibt da nicht nur Wohnzimmer, es wird zum Schauraum. Ich sage mal, die Damenwelt hat ganz gerne ihren Schmuck und ich finde, Möbel ist auch irgendwie was Kleidsames für ein Haus und dementsprechend verdienen Möbel meiner Meinung nach auch Respekt. Und selbst wer den etwas kühlen und sachlichen Stil des Hauses nicht mag, wird zugeben, dass Licht, Architektur und Design hier einfach gut zusammenspielen.